Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde. Heute möchte ich euch meine neueste Errungenschaft vorstellen. Eine Pfeife der Marke Rob. Eine unberauchte Billard, ausgestattet mit 9 mm Filterkammer und Acrylmundstück. Sie wurde mit einer Einrauchpaste versehen. Über die Pfeifenmanufaktur Rob war es nicht ganz einfach, etwas herauszukommen, aber etwas habe ich. Sie wurde 1870 von Eugène Léon Rob in Büssingen in Lothringen gegründet, nachdem er ein Jahr vorher das Patent zur Herstellung von Weichselkirschholzpfeifen erwarb. Diese Pfeifen waren bald so erfolgreich, dass er sie europaweit und darüber hinaus exportieren konnte. Diese Pfeifen blieben neben anderen das Hauptgeschäft dieser Manufaktur, bis sie 1987 von der QT Ford Gruppe übernommen wurde und zusammen mit anderen Marken wie Chacon, Chanté, Lacroix und Villa dem größten Zusammenschluss an Pfeifenmanufakturen in Saint-Claude bildet. Durch diese Tatsache gefällt mir auch die Idee, dass meine Pfeife vielleicht 20 Jahre oder älter ist. Die Idee, dass ich gerade so eine rote Pfeife haben wollte, kam mir übrigens, als ich Dieter Niermanns Video über seine Elba Bruyère, seine reine Autobahnpfeife, gesehen habe. Mir war bald klar, so eine Pfeife ist wie gemacht, um darin meinen heißgeliebten Kirschtabak zu rauchen. Also habe ich sie gesucht und die Rob Billard gefunden. So, ich hoffe, euch hat mein Video über die schöne Rob Pfeife gefallen. Und ihr vergesst auch nicht, euren Kommentar zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.